Gelbe Flaschen, dicke Klamotten, Geräusche wie Darth Vader. Wenn Feuerwehrleute in ein brennendes Haus gehen, sehen sie meistens aus wie Taucher in Winterklamotten. In der Presse lesen wir dann oft, die Feuerwehr ging unter schweren Atemschutz vor. Aber wofür benötigt die Feuerwehr den überhaupt? Bei der Feuerwehr steckt die eigentliche Kernaufgabe schon im Namen. Feuerwehr, also Brandbekämpfung. Stellen wir uns heute mal ein modernes Wohnzimmer vor. Plastik, wohin man sieht. Der Fernseher, die Couch, der Tisch, die Gardine, eventuell auch die Tapete und der Fußboden. Und Kunststoff und Plastik werden aus Erdöl gemacht. Solange es nicht brennt, ist alles in Ordnung. Doch bei der Verbrennung entstehen unter anderem Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid und Chlor. Alles Atemgifte. Und hier kommt der Atemschutz ins Spiel. In einem brennenden Haus entstehen Atemgifte. Durch die Verbrennung entsteht Qualm und Rauch. Es kommt zu einem Sauerstoffmangel. Deshalb bringt die Feuerwehr ihre eigene Atemluft mit in das Gebäude. In Form von Flaschen, abgefüllt für ungefähr 30 Minuten Arbeitszeit, sodass es nicht zu einer Bewusstlosigkeit der Einsatzkräfte kommen kann. Aber in den Flaschen ist gar kein Sauerstoff. In den Flaschen befindet sich Atemluft. Denn in der Umgebungsluft sind 21% Sauerstoff. Die reichen zum Atmen völlig aus. Pro Atemzug verbraucht der Mensch ungefähr 4% von diesem Sauerstoff. Reinen Sauerstoff benötigen wir nur in der Notfallmedizin. Atemschutz tragen kann aber nicht jeder. Eine besondere Untersuchung ist nötig, die alle 2-3 Jahre wiederholt werden muss, und die körperliche Fitness ist auch von Bedeutung. Atemschutzgeräteträger kämpfen also sprichwörtlich gegen die Flammen. Und das immer dann, wenn Menschenleben oder Sachwerte in Gefahr sind. Und dazu brauchen sie Atemschutz.